Kunst aus Daten und Pixeln, abgekürzt NFT genannt, gehört ja zu den aktuellen Trends auf dem Kunstmarkt. Der in New York ansässige Künstler Raphael Rosendahl wird international gefeiert. Hierzulande gilt er jedoch noch immer als Geheimtipp. In seiner Ausstellung im Essener Folkwang-Museum präsentiert er leuchtend farbige Arbeiten, darunter auch eine riesige Videoinstallation. Und zu sehen sind diese Werke bis Mitte August. Alles ist hier in Bewegung. Grüne, gelbe, rote, sich permanent verändernde Farbflächen. Digitale Kunst im analogen Raum. NFTs im Museum, für Raphael Rosendahl kein Widerspruch. Junge Menschen wachsen heute online auf. Das Museum steht für das Alte, für vergangene Kultur. Es scheint, als seien das zwei entgegengesetzte Pole. Ich möchte Berührungsängste abbauen und diese Gegensätze zusammenbringen. Altes und Neues zusammendenken. Darum geht es auch in dieser begehbaren Arbeit. 81 Horizons. Rosendahl verhandelt auf 1000 Quadratmetern einen klassischen Topos der Malerei, den Horizont. Ich erinnere mich noch an meine Anfänge an der Kunsthochschule, die Malereiklasse. Mein Lehrer meinte zu mir, du bist super in Farbe, aber Komposition ist wohl nicht so dein Ding. Das ist mir hängen geblieben. Also überlasse ich die Komposition dem Computer und kümmere mich um die Farbe. Ich fühle mich sehr frei, wenn ich mit Farbe spiele. Irgendwie schwerelos, besonders am Computer. Man kann die Farben so schnell verändern und sieht viele Möglichkeiten. Das macht Spaß. Vom Computerbildschirm in die Dreidimensionalität. NFTs als Rauminstallation. Hier wird die Arbeit Cabinet 12 für die Ausstellung zum Mural, zur Wandmalerei. Das Cabinet, zu Deutsch der Schrank, hat mehrere Türen. Eine ironische Anmerkung, ein Spiel mit Bedeutung. Bedeutung impliziert, dass das, was du siehst, nicht das Eigentliche ist, dass sich etwas dahinter verbirgt. Viele Leute betrachten Kunstwerke als eine Art Rätsel. Sie glauben, seine Bedeutung würde sich erst erschließen, wenn sie das Rätsel lösen. Aber wenn du so denkst, dann blockierst du die unmittelbare Wahrnehmung. Und das Kunstwerk kann seine Wirkung nicht entfalten. Die Cabinets der Ausstellung existieren allesamt als NFTs, also als Dateien mit digitalem Echtheitszertifikat in der Blockchain. Dieser Schrank findet in Essen seinen Platz vor Sofas und Sesseln. Ich finde interessant an digitalen Arbeiten, dass sie keine feste Größe haben. Sie sind liquide und können jeden Raum ausfüllen. So unterscheiden sie sich von physischen Objekten und können sich auf jegliche Architektur beziehen und sich daran anpassen. Nicht nur die Museumsräume, auch Objekte aus der Sammlung des Folkwang-Museums treten in Dialog mit Rosendahls Kunst. Die LED-Wand mit dem NFT-Hommage bezieht sich auf die Quadrate des Malers Josef Albers, der bereits vor 70 Jahren mit Farbfiltern experimentierte. An der Malerei mochte ich schon immer diese Konzentration, also dass du für längere Zeit an einer Idee arbeitest, die sich dann auf einen einzigen Aspekt verengt. Unabhängig vom Medium. Aber Malerei ist Stille und Konzentration. Mein Vater ist Maler. Ich bin damit aufgewachsen, in Museen zu gehen und Malerei anzusehen. Ich habe aber auch Cartoons angeschaut. Ich sehe mich selbst irgendwo zwischen Mickey Mouse und Mondrian. Raphael Rosendahl gelingt die Quadratur des Kreises, NFTs von der digitalen in die analoge Welt zu übersetzen und für das Publikum sinnlich erfahrbar zu machen. Leicht, nachdenklich, heiter und sehr farbenfroh.